Hallo, heute widmen wir uns einem noch bis in das vergangene Jahrhundert hinein vertrauten Klangerlebnis auf dem Rhein, den Dampfpfeifen. Mit solchen Pfeifen wurde in der Dampfschifffahrt im 19. und 20. Jahrhundert mittels Dampfdruck ein weit hörbares Signal erzeugt. Diese beiden Exemplare konnten im vergangenen Jahr mit der Unterstützung der Freunde und Förderer des Schifffahrtmuseums angekauft werden. Die längere Dampfpfeife stammt wohl von einem Schwimmbagger und diese kleinere hier tat wahrscheinlich einmal Dienst auf einem Raddampfer, ähnlich diesem hier. Wie bringt man diese großen metallenen Pfeifen nun zum Klingen? Wie der Name bereits sagt, wurden diese Pfeifen mit Dampf gespielt. Über Rohrleitungen waren diese schweren Instrumente mit dem unter Druck stehenden Dampfkessel des Schiffes verbunden. Durch das Ziehen des seitlichen Hebels öffnete sich ein Ventil und der Dampf konnte durch einen schmalen Spalt nach oben entweichen. Der unter hohem Druck schnell entweichende Dampf traf auf den Rand der Pfeifenglocke und brachte die Luftsäule in der Glocke zum Schwingen. So entstand ein lauter Pfeifton. Der Klang dieser Pfeifen ist deutlich tiefer, als man es von ihrer Länge her vermuten würde. Das hat damit zu tun, dass sie am oberen Ende verschlossen sind. Am Deckel wird die Klangwelle in der Pfeife reflektiert und erzeugt so einen wesentlich langwelligeren und damit tieferen Ton. Gerade so, als wäre die Pfeife doppelt so lang. Diese Konstruktion spart also einiges an Material. Aber nicht nur die Tonhöhe der Signale war wichtig, sondern auch ein klarer, selbst in weiter Entfernung oder bei schlechter Sicht gut unterscheidbarer Klang, möglichst ohne schrille Nebengeräusche, die bei einfachen Dampfpfeifen wie dieser langen hier noch durchaus auftreten konnten. Diese kleinere Pfeife aber wurde bewusst mit einem angenehmen Klang entwickelt. Es handelt sich um eine Dreiklangpfeife. Innerhalb der Pfeifenglocke befinden sich drei verschieden lange Trennwände, so dass drei Luftsäulen und damit drei verschiedene Töne gleichzeitig entstehen und einen harmonischen Dreiklang bilden. Solche Pfeifen wurden, wie gesagt, auf Salondampfern wie diesem hier eingesetzt. Aber wie klingen nun diese Dampfpfeifen? Hier können wir das leider nicht vorführen. Am Mittelrhein gibt es aber auch heute noch die Möglichkeit, eine, genau genommen sogar zwei, ebensolcher Dreiklangdampfpfeifen im Original zu hören. Auf einem ehemaligen Dampfschiff. Wir befinden uns hier auf der Goethe, dem letzten schaufelradbetriebenen Fahrgastschiff der KD, der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt. Im Jahr 1913, als die Goethe in Köln-Deutz vom Stapel lief, gehörten Raddampfer noch zum ganz alltäglichen Bild auf dem Rhein zwischen Düsseldorf und Mainz. Nach und nach wurden diese jedoch stillgelegt oder verkauft, die Goethe aber blieb unter Dampf. Noch heute fährt sie in den Sommermonaten auf einer Nostalgieroute zwischen Koblenz und Rüdesheim. Erst im Jahr 2008 wurde die historische Zweizylinder-Verbunddampfmaschine ausgebaut und das Schiff auf Diesel umgerüstet. Was allerdings geblieben ist, sind die Dampfpfeifen. Ursprünglich gab es hier nur eine Dampfpfeife. Die zweite wurde von einem anderen ausgemusterten Raddampfer in den 80er Jahren adoptiert. Mit dem Ausbau der Dampfmaschine fehlte allerdings zunächst einmal der Dampf, um den nostalgischen Signalton über das Mittelrheintal hallen zu lassen. Nur für diese Pfeifen ist seitdem ein elektrischer Dampfkessel im Einsatz, der für ausreichenden Dampfdruck sorgt. Daher werden diese Dampfpfeifen nach wie vor als Nebel-, Kurs- und Notsignalgeber genutzt und der Schiffsführer lässt netterweise einmal ein Schallsignal für uns ertönen. Dieses Schallsignal, das wir gerade gehört haben, erreicht in nächster Nähe fast 90 Dezibel.
Das geht schon in Richtung Orchestergraben oder Schwerlastverkehr. Diese Signalstärke ist für Dampfschiffe gegen Anfang des 20. Jahrhunderts auch historisch belegt. Wie wir vom Maschinisten der Goethe erfahren haben, steht dahinter nach wie vor ein Dampfdruck von 10 Bar, wie in den Zeiten, als selbiger noch von einer Dampfmaschine produziert wurde. Warum wurde nun aber dieser Aufwand betrieben, einen elektrischen Dampfkessel zu installieren, wenn die 10 Bar Druck doch auch von einem Luftkompressor erzeugt werden könnten? Unter anderem würde es den Ton der Pfeifen verfälschen. Der ist nämlich nicht nur durch die Länge und Konstruktion der Pfeifen bestimmt. Auch die Zusammensetzung der Luft- bzw. Dampfsäule bestimmt die Tonhöhe. Im Wasserdampf breitet sich der Schall schneller aus und erzeugt dabei einen höheren Ton. Hätte man damals also nicht bereits praktischerweise den Dampf aus dem Kessel der Dampfmaschine nutzen können, wären die Pfeifen vermutlich noch etwas kürzer gewesen, da man den gewünschten Signalton mit Luft, also auch noch einmal materialsparender, erreichen konnte. So aber gehören die Dampfpfeifen mit hervorquellendem Dampf und weitreichendem Klang zum historischen Bild der alten Raddampfer. Und wir sind froh, dass sie trotz allem auch heute noch zu hören sind auf dem Rhein.